Ja. Hornet oh Hole. Okay. Alles gut. Honig. So. Okay. Ich liebe es, dass sie das immer abschlecken und kosten, wenn sie dran kleben. Ja, Andi auf deren Fetisch. Genau. Oh, wait. Ablecken, oder? Und kosten. Kosten? Was ist das? Ein Vorkoster. Man ruft von meinen Vorkoster. Ula, 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 Ula. Ula. Ups. Geht wieder los mit den Söder. Alles gleich machen irgendwie. It never stops oder so. Ja, aber das so ist das. So ist das. So ist das, wenn man in der Kindheit die gleichen Filme 120.000 Mal geguckt hat. Ja, und keine neuen Ideen mehr hat. Nach 20 Jahren. Okay, so, ja. Aber ihr wisst schon. Hallo, Leute. Ihr wisst schon. Hier kommt wieder die Super Mario Super Show. Ah, okay. Tschup, tschup. Ja, weißt du noch damals mit dieser großen Pflanze? Oh Mann. Ich habe das ja alles wieder angesehen vor kurzem. Du hast es dir alles wieder angetan. Das war immer noch geil, muss ich schon sagen. Oh. Ich bin erstaunt, dass keine Sau diesen Trick kennt. Weil der stand damals im Club Nintendo F drin, daher habe ich den halt. Hm. Ja, kann man halt auch sehen, ich bin alt und viele meiner Zuschauer konnten damals noch nicht lesen. Ja. Okay, so. Deshalb habe ich ja auch als YouTube-Kanalinhaber einen Bildungsauftrag. Einen Bildungsauftrag, genau. Ja. Von alten Lamellen von vor 30 Jahren oder so. Du, Historie will bewahrt werden, ne? Genau. Archivierung und so. Und so. Und so. Schon wieder die Spinne. Ah. So. Irgendwie traue ich mich da nicht. Ja, wurscht, ich lass mich einfach mal fragen. Hallo. Ja, die kann ja da ganz normal über den. Ja klar, die hat auch Sneaker, die klebt da nicht fest. Das sind die Special Sneaker. Huh. So. Spinnensneaker. Oh yeah. Einfach mal auf gut Glück alles abschießen, was sich hierher bewegt. So, gehen wir mal hoch. Yeah. Du, 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 du. Ich hab dich genau gesehen, mein Dude. Aber jetzt bist du. Oh, da bist du wieder. Okay. Na dann. Diese Igel wohl eine Anspielung damals an Sonic sein sollte. Der Walmart Sonic oder so. Make a Wish Sonic. Okay, da hoch. Oh Gott. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Das war einfach nur dumm. Ja, super. Keine Spinne mehr. Ja, ich meine, du hättest wahrscheinlich zurückgehen können, aber. Ach, warte, ich brauche keine Spinne.
Ich bin selber genug, das reicht vollkommen aus. Nice. Hier ging's nicht runter, ne? Ja, einmal, wie wir gerade gesehen haben. Oh mein Gott. Mein Herz. Aber der ist auch so uncool, der Dude hier. Nein. Verdammt, da war eine Scheißdecke, die habe ich nicht gesehen. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen. Biesel Schiesel. There he is, my favorite boy. Ist da irgendwas? Nein. My man. Man. Yeah. Bam. Ich. Aber da oben habe ich. Hat man das nicht gerade schon mal in diesem Level? Ja, am Anfang irgendwann. Oh. Okay. Okay. Nice. Wir haben es hierher geschafft. Jetzt kann noch eigentlich. Watch me. Ein Zeitlimit gibt's nicht, also. King. Ja. Oh, ich habe mal ein Level beendet. Könnt ihr euch das vorstellen? Komm, Kollege. Oh ja, können wir mal wieder save the game. 32%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht dafür, dass wir eigentlich alles auslassen. Und keine Ahnung von diesem Spiel haben. Target Terror ist doch schon so ein Achterbahn-Level. Mhm. Oh ja. Ich meine, so anstrengend sie sein können, ich habe das Design immer so geliebt. Der ganze Hintergrund. Ja. Und es war sehr interessant, dass man auf so einem Skelettkopf fährt. Das ist halt irgendwie genauso cool wie in Sonic 2 damals, Casino Night Zone. Oh Gott. Ist es nicht das dieses Level? Nee, das ist die Chemieanlage. Oh, okay. Und der Hintergrund hier erinnert mich an wie hieß denn das nochmal? Ach, dieses Spiel. Das Wiener Volksfest. Ganz genau. auch auf der Super Nintendo, diese komische Katze gespielt hat, die nur schweben oder gleiten konnte. Babsi, ja, genau. Oh Gott. Da gab es auch dann so ein Kirmes-Level, das war relativ spät im Spiel, wenn man es so lange durchgehalten hat. Das war auch ziemlich so farbenfroh. Und dann hattest du halt überall diese Wollknäuel zum Sammeln noch, die noch bunter waren. Aber so weit habe ich es selten geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe Bugsy nie fertig gespielt. Weil ich glaube, man konnte auch keine Passwörter eingeben, um die Level zu überspringen. Man wollte am liebsten alle Level einfach sofort überspringen. Oh ja. Vor allem dieses nach dem Wilden Westen war irgendwie so. Das habe ich schon wieder verdrängt, aber da war einfach ein Level, das mochte ich gar nicht. Aber eigentlich würde ich es gern wieder spielen. Nee, danke. Ach, fuck, nein. Scheiße. Okay. Guck mal, die hält sich schon die Augen zu. Ja, also no. Ja, genau. Fahr mal rückwärts bis zum Level-Anfang wieder. Machen wir. Ja, war einfach wieder den Sieg abgestorben. Ne? Ja. Da war, glaube ich, noch irgendwo ein Fass in der Nähe. Das klang gerade so, ja. Aber ich habe es jetzt erst gehört. Scramble. Ach, das ist wieder hier. Aber. Oh, es kam nicht zurück, okay.
Mhm. 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 Ja. Ach toll, nicht mal eine scheiß Bonusrunde. Oh Mann. It's me. It's a me, Dixilio. Dixilio. Si, si. Hallo, Dude. Oh yeah. Weg mit dir. Scheiß Kakerlake. Mhm. Oh ja. Oh. Nein. Oh Mann. Das ist eigentlich so ein klassischer Anni-Fehler. Hallo? Warum geht das schon wieder nicht? Was willst du von mir? Kriegst du Start? Er will Start haben und diesmal okay. Oh Mann. Ja, bitte nicht in das Schild fliegen. Hey. Noch 12. Bei mir sind noch 15. Ja, ich meine Sterne, nicht Sekunden. Ach so. Komm schon! Komm schon! Falsch. Boah! Ich wollte gerade sagen, scheiß auf diese olle Bananenmünze. Ja, ich war doch nicht sicher, welche ist es? Oh Mann. Annie hat's immer noch drauf. Hm. Oh, doch nicht. Oh, doch, okay. Einfach alles anrotzen. Oh mein Gott. Oh. Okay. Lecker. Da macht das. Da bleibt das Abendessen gleich nochmal eine Stunde länger in der Verdauung. Ja. Ich habe gerade meine Lebensversicherung aufgehoben. Ja, besser als aufgegessen, oder? Ja. Boah, so nach unten ist ziemlich ungeil. Wenn ich das mal so sagen darf. Immer fliegen und kotzen. Ja. Das gibt's da oben nichts. Dass es wert ist, zu riskieren. Ja, oh, shit. Für 100% ist es jetzt eh zu spät. Das ja. Oh Gott. Mhm. Na toll. Ei, Checkpoint. Okay. Jetzt kann ich ohne Druck weiterspielen. Ja, du stehst doch auf Druck, Baby. Oh ja, immer. Besonders Pressdruck von uns. Ah! What a surprise. Surprise, motherfucker. Ist da unten was? Ja. Ich lass es mal. Ich überlasse es eurer Fantasie. Bestimmt war da ein Bonusraum oder keine Ahnung was. Ja, sowas in der Richtung, oder? Okay. Sehr schön dadurch. Und, okay. Oh Gott. Nein, fuck, zu früh. Räche meinen Tod. Aber nicht durch deinen eigenen. Ich versuch's. Ich fliege einfach mal. Oh Gott, ich bin gerade so eingespannt. Okay. Skills!
Nein, keine Skills. Da hat sie die Abspackkarte gezogen. Ja, wirklich. Willkommen zu Abspacken mit Donkey Kong Country 2. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gucke ich einfach mal hier unten nach. Wow. Ja, toll. Was? Was war das? Was war das? Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr. Oh Gott, der kreative Glitch auf jeden Fall. Ja, was war das denn? Verdammte Scheiße. ich glaube, das nächste DK-Fass ist irgendwie wieder... Ah, ne! Ich wollte gerade sagen, es ist noch 20 Kilometer entfernt, aber... Ach du meine Güte. Okay. Tu alles, außer in spitze Dinger reinfliegen. Ich bin nämlich. So, okay. Das ist ja. Das läuft. Das sieht viel zu gut aus. Yep. Ja, wieder dieselbe Stelle, Alter. Diese Scheiß! Wie ist es immer genannt? Oh Gott! Diese Scheiße. Die sind so gemein platziert. Ja. Das ist jetzt irgendwie wieder heiße Draht, ey. Mhm. Oh Gott, hier kommt doch irgendwas. Nice. Die heiße Draht, das wäre doch bei dieser 100.000 Mark Show oder so. Richtig. Ich war letzten August in der Türkei auf Urlaub und dann haben sie so ein, weiß nicht, Remake oder irgendwas, nach Jahren haben sie mal wieder die 100.000 Mark Show organisiert. Das war ganz witzig zum Ansehen. War das in der Türkei, war das dann die deutsche Sendung? Also ich habe dann RTL gesehen, das war so, deutsche okay. Fernsehen. Ja, das machen sie ja irgendwie mit allen Spielshows so in letzter Zeit hier mit Geh aufs Ganze und der Preis ist heiß und wir haben bestimmt die Traumhochzeit kommt irgendwann auch noch zurück. Ja, wahrscheinlich. Oh, okay. Skills. Ich glaube, hier gibt es ein, das ist ja dieses Rennen jetzt, wo du auf Platz 1 kommen musst. Ich glaube, wenn du mit der Lore da irgendwie rückwärts fährst, erst da kannst du irgendwie so einen Turbo mit aktivieren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Muss ich dann probieren, oder? Aber nicht jetzt, oder? Nee, wenn das Level anfängt. Destroy 'em all ist gut. Oder, oh nein, war das Destroy 'em all? Achso, anscheinend nicht, okay, hab ich verlesen. Ich hab auch nicht drauf geguckt, so. Aber. Das heißt, mit der erstmal rückwärts. Oder? Ja. Kann ich überhaupt rückwärts schauen wollen? Naja. Ja, aber pass auf, das wird ziemlich schnell jetzt. Aber so hast du halt die beste Gelegenheit, auf Platz 1 zu kommen. Oh Gott. Ja, hoffentlich jetzt kein Lag. Ja. Das wäre nicht so geil. Oh mein Gott. Warte. Gotta go fast. Ja, jetzt hilf ich dir auch noch. Lass mich einzubremsen. Oh Gott, Katze, lenk mich nicht ab, nein! Ja, natürlich, immer auf die Katze schieben. Ich, ja. Ja. Gut, aber der Bonus-Level muss jetzt zumindest nicht mehr machen. Stimmt. Hm. Habe ich schon mal zumindest Vorarbeit geleistet. Ich war eh da jetzt schon ziemlich weit. Ja, das muss man erstmal nachmachen. Wait, hast du jetzt den Turbo überhaupt geholt? Für mich sieht das nach Turbo aus hier.
Wow. Siebter. Sechster. Gott, das ist ja wie F-Zero hier. Jo. Nice. Muss der Reflex eines Jedi-Ritters haben, um solche Potrennen zu gewinnen, ne?